Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie trotz dem tollen Wetter hierher zu uns gekommen sind. Mein Name ist Werner Sobeck. Ich bin Architekt und Ingenieur. Ich war 25 Jahre lang Professor hier an der Universität Stuttgart für Leichtbau und interdisziplinäre Forschung. Und in diesem Kontext habe ich auch das Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren gegründet, das viele in der Welt unter dem Namen ILEC, ein Markenzeichen, mittlerweile kennen werden. Dieses ILEC hat Weltruhm erlangt dafür, dass es strikt auf interdisziplinäre Forschung ausgerichtet ist. In diesem Bereich zwischen Architektur und Bauingenieurwesen, aber natürlich auch Materialwissenschaften, Flugzeugbau, Textilingenieurwissenschaften, Soziologie und vieles andere. Aus dieser Erfahrung zurückblickend, weil ich bin ja seit 2 Jahren pensioniert oder emeritiert, wie man sagen kann, berichte ich ein bisschen von dem, was ich mit unserem Planungsbüro, das ich vor genau 30 Jahren gegründet habe und das weltweit mit ungefähr 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig ist und in der universitären Forschung erfahren habe über Dinge, die etwas zu tun haben mit der sogenannten Nachhaltigkeit, als einem Begriff, den man eigentlich schon gar nicht mehr hören will, auch wenn er inhaltlich viel zu verwässert ist. Was für Sie vielleicht interessant ist, das Bauwesen, das darf ich jetzt ein bisschen repräsentieren hier, steht weltweit für ungefähr 60% des Ressourcenverbrauches. Und wenn Sie die mineralischen Ressourcen nehmen, dann sind es sogar 80%. Das Bauwesen steht für über 50% der klimaschädlichen Gasemissionen und für mehr als 1/3 des Energieverbrauchs. Das heißt, von all den Problemen auf dem technischen Bereich, von denen wir heute sprechen, hat das Bauwesen den größten Hebel. Und wie groß der Hebel ist und was es eigentlich bedeutet, ist den Menschen eigentlich gar nicht so richtig klar, häufig auch den Fachleuten gar nicht so richtig klar. Allein die etwas ketzerische Frage, wie viel Baustoff besitzt ein Mensch? Jeder weiß, was er auf dem Sparguthaben hat, aber wie viel Baustoff er eigentlich als Bürger besitzt, weiß niemand. Nun, ein deutscher Bürger besitzt ungefähr 450 Tonnen Baustoff. Die Hälfte davon sind Gebäude. Jedem von Ihnen gehört ein Stückchen vom Rathaus und ein Stückchen von diesem Theater und ein Stückchen von irgendeiner anderen Einrichtung, von einem Krankenhaus beispielsweise. Und jedem von Ihnen gehört ein Stückchen der zweiten Hälfte, nämlich ICE-Strecken, Kläranlagen, irgendwelche Tunnels, Schallschutzmauern etc. Eine unglaubliche Summe, 450 Tonnen pro Kopf mit einer jährlichen Zuwachsrate immer noch von 15 Tonnen pro Kopf in Deutschland. Wenn wir in die sogenannte dritte Welt schauen, das ist ein ziemlich hässlicher Begriff, weil wenn wir über das Überleben der Menschheit und der Natur sprechen, dann müssten wir eigentlich die dritte Welt oben auf das Podium stellen und sagen, ihr seid die erste Welt, ihr seid die Vorbilder. Wenn wir in die dritte Welt schauen, dann besitzt ein Mensch dort ungefähr 75 Tonnen. Und wenn wir jetzt sagen, naja, wir können ja Bevölkerungswachstum und Ähnliches in der dritten Welt dadurch einbremsen, dass wir dort Wohlstand hinbringen, so wie bei uns, damit sich die Fertilitätsrate auf 1,5 oder 1,7 reduziert. Und das machen wir am besten durch Bildung und Gesundheit und alles, was dazugehört und insbesondere auch im weiblichen Teil der Bevölkerung. Dann ist es für jemand aus dem Bauschaffen eine relativ einfache Rechnung. Jetzt sage ich nicht Milchmädchen, sondern ab und zu sage ich Milchbubenrechnung. Sie müssen nämlich diese Schulen bauen. Und sie müssen Universitäten bauen, in denen sie diese Lehrer ausbilden. Und sie müssen die Straßen dorthin bauen und die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung und sie müssen das im Gesundheitswesen machen etc. Sie müssen Universitätskliniken bauen und sie müssen Universitäten bauen, wo sie die Ärzte ausbilden, die später an diesen Kliniken arbeiten. Schlichtweg, sie müssen das Delta bauen zwischen 75 Tonnen per Kapita und, nehmen wir ein durchschnittliches Industrieland, 335. Und wenn wir das tun, ich bezeichne das als der sogenannte Nachholbedarf der Menschen in der dritten Welt, dann enden sie mit einer Summe von 1.700 Milliarden Tonnen Baustoffen. Das ist das Doppelte der gebauten Welt. Und da haben wir noch gar nicht mit berücksichtigt, dass wir ja eine Nettozuwachsrate pro Sekunde von 2,3 bis 2,4 Menschen haben. 4,4 werden geboren, 1,8, 1,9 sterben. Nettozuwachsrate nicht bei uns in den Regionen der Welt, wo wir schrumpfende Bevölkerungen haben, sondern in anderen Orten.
von 2,3 bis 2,4. Und wenn wir jetzt sagen, okay, diesen Neuankömmlingen geben wir doch aus unserer christlich-moralischen Position heraus genau den Baustoff, den wir auch haben oder ein Industrieland hat, dann müssen pro Sekunde 1.000 Tonnen pro Sekunde aus der Erde gekratzt, zu Baustoffen aufgearbeitet, zu Bauprodukten weiterverarbeitet und in Gebäude integriert werden. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden, wie viel Energie brauchen wir dazu, Herr Sobeck, dann sage ich Ihnen, da brauchen Sie so viel Energie haben wir gar nicht. Verfügbar. Und die Emissionen, die wir dabei tätigen, ja, die Emissionen, die wir dabei tätigen, die würden dazu führen, dass wir eine Erdmitteltemperatur, das ist der korrekte Ausdruck, von 6 bis 8 Grad hätten, das heißt, das wäre das Ende der Menschheit. Nicht der Natur, aber der Menschheit. Also geht es ja gar nicht. Und dann stehen Sie vor dieser furchtbaren Situation, was tun wir denn dann? Meine Profession, meine Aufgabe ist die Schaffung von menschlicher Heimat. Aber wie soll ich menschliche Heimat für all die Menschen dort schaffen, wenn ich die Materialien gar nicht verfügbar habe, beziehungsweise selbst wenn ich sie verfügbar hätte, deren Produktion gar nicht verantwortbar ist? Jetzt habe ich gerade das Wort Energie in den Mund genommen, das mache ich eigentlich relativ selten. Wir sind ja alle energieeffizient, weil wir alle in einem Energieproblem sitzen, seit ungefähr 60 Jahren. Ich sage, wir haben überhaupt kein Energieproblem. Alles nur Geschichten. Wir haben kein Energieproblem. Wenn allein die Sonne 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde einstrahlt, als die Menschen für alle Funktionalitäten brauchen, plus Geothermie, plus Wellenenergie, plus Windenergie, wo ist das Energieproblem? Warum sind wir denn energieeffizient? Nun, da müssen Sie in die Historie zurückgehen und müssen nachschauen, wann wurde denn eigentlich das Energieeinspargesetz verabschiedet. Das war 1967, seit da sind wir alle energieeffizient. Und warum wurde das überhaupt verabschiedet? Das war ein Schirmgesetz und die Parlamentarier im Bundestag, die bekommen, wenn sie so ein Gesetz zu verabschieden haben, eben eine Kurzfassung, so eine Art Abstimmungsempfehlung, ne? Und wenn Sie diese Abstimmungsempfehlung nachlesen, dann steht da drin, dieses Gesetz wird eingeführt zur Stabilisierung des Bundeshaushaltes und zur Reduktion der Abhängigkeit von Lieferstaaten des Erdöls. Da steht nichts drin mit Green und Ökologie und Klimaschutz und sonst was. Das ist ein außenwirtschaftsstrategisches Gesetz gewesen. Und dann hat man gesagt, jetzt müssen wir so und so viel einsparen und wen greifen wir an? Die Energiewirtschaft können Sie nicht angreifen, die Lobby ist zu stark, die Automobilwirtschaft können Sie nicht angreifen aus dem gleichen Grund. Greifen wir das Bauwesen an, weil das Bauwesen ist lobbytechnisch relativ schlecht vertreten. Und dann hat man gesagt, aber den Menschen als solchen, den konfrontieren wir jetzt auch nicht mit einer Zahl. Wir sagen jetzt nicht, was ja richtig wäre, du lieber Bürger sparst so viel und du sparst so viel und du sparst so viel, sondern man hat gesagt, wir sparen pro Quadratmeter Neubau. So ein Quadratmeter, der wehrt sich ja nicht. Und das hat man dann gemacht. Mit dem Ergebnis, dass man tatsächlich bei allen Neubauten innerhalb der folgenden 40 Jahren 50% weniger Energie benötigt, um Raumwärme und Warmwasser bereitzustellen. In der gleichen Zeit hat sich aber der Flächeninanspruchnahme eines Bürgers, einer Bürgerin, verdoppelt. Das heißt, pro Quadratmeter haben wir 50% gespart, die Fläche haben wir verdoppelt. Das heißt, per capita, pro Kopf brauchen wir heute genauso viel Energie wie vor 40 Jahren. Weil man die falsche Zielformulierung verwendet hat. Und die ganze Energiediskussion ist so oder so nur eine Irreführung der Bevölkerung. Die Zielformulierung heißt Emission. Wir haben ein Emissionsproblem. Und worin ist das begründet? Nun, wir wissen das seit 1896, der schwedische Nobelpreisträger Arrhenius hat eine Untersuchung gemacht, in der er festgestellt hat, wenn wir in einer Sphäre rund um die Erde den CO2-Gehalt geringfügig erhöhen, dann wird es wärmer. Das ist dann weitestgehend in Vergessenheit geraten, wurde in den 60er Jahren wieder aufgenommen. Dann kam der Club of Rome mit seinem Bericht, da war der Schreck groß. Man konnte es aber noch nicht so richtig belegen. Und dann hat man diese legendären Messungen auf Hawaii gemacht, 40 Jahre lang die CO2-Messungen in der Atmosphäre, unbeeinflusst von irgendetwas anderem. Parallel hat man die weltweiten Temperaturmesssysteme aufgebaut und man hat Computermodelle begonnen zu schreiben, mithilfe derer man die Korrelation zwischen
CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Heute wissen wir, es sind noch ein paar andere Gase mehr, aber CO2 ist das Dominierende, und der Erderwärmung festgestellt hat. Jetzt sagen Sie, eine Erderwärmung, ja, das glauben wir jetzt mittlerweile auch, jetzt ist es ja auch unwiderlegbar, aber was sind schon 1,3 Grad? Eine Quantité negligible. Nun, 1,3 Grad in der Definition des IPCC ist die Veränderung der Erdmitteltemperatur, also über alle Stunden und Tage des Jahres an allen Orten der Welt gemittelt, so das Mittel vom Mittel vom Mittel, damit man es sich einfacher merken kann. Aber seit 1987 weiß man ja, das heißt nur wenige wissen es, weil der Mann, der das herausgefunden hat, hat sofort Redeverbot bekommen und seine wissenschaftliche Arbeit verschwand im Safe von ExxonMobil. Der hat gesagt, ja, die Temperatur ist ja nicht gleichförmig verteilt. Und das wissen wir heute. Die 1,3, das ist der Mittel vom Mittel vom Mittel. Aber über den Ozeanen sind es 0,6 und über den Landflächen sind es 2,0. Und über den Landflächen ist es wiederum nicht konstant verteilt, sondern es geht nach Norden hin, wird es immer wärmer. Für Baden-Württemberg, können Sie sich merken, haben wir ungefähr den doppelten Wert der vom IPCC publizierten Zahl, das heißt 2,4, 2,5 ungefähr. Und jetzt kann man ja immer noch sagen, 2,5, doesn't matter. Nun, wenn Ihre Körpertemperatur um 2,5 Grad steigt, dann rennen Sie aber ganz schnell zum Arzt. Und lang halten Sie das nicht aus. Wir sagen aber, was macht es der Natur? Nun, die Natur ist mindestens so sensibel wie wir. Wir sind ein Bestandteil der Natur. Ich spreche auch nicht von Umwelt, weil das ist ja die Objektivierung der Natur als ein naturwissenschaftlich untersuchbares Gebilde, so wir sind die Subjekte und das sind die Objekte. Nein, wir müssen ein neues Naturverständnis etablieren. Wir sind ein Teil der Natur und umgedreht. Und wenn Sie jetzt schauen, dann stellen Sie fest, dass die Temperaturerhöhung in Baden-Württemberg mit diesen geringfügigen 2,5 Grad ja noch lange nicht das Ende ist. Gehen Sie nach Nordostsibirien, dann haben Sie eine Änderung der Jahresmitteltemperatur von 5 bis 6 Grad. Und wenn Sie jetzt sagen, na, dann nehme ich doch mal die Junitemperatur, weil das ist ja viel signifikanter, dann haben Sie in Sibirien Erhöhungen von 15 bis 20 Grad. Das heißt, dort taut der Permafrostboden auf und alles, was bisher nicht verrottet ist an Wurzelwerk und Ähnlichem, beginnt auszugasen und trägt bei zur Erderwärmung. Das sind die Zusammenhänge. Und wenn ich frage, warum denn 1,5 Grad im Paris Treaty, dann weiß das eigentlich niemand. 1,5 Grad Begrenzung oder deutlich unter 2, also ist dann vielleicht 1,6 oder 1,7, das interessiert doch alles gar nicht. 1,5 nicht, weil dramatischerweise vielleicht in Niederlanden die Leute nasse Füße kriegen und die Malediven untergehen und die Gletscher in Patagonien schmelzen. Das ist furchtbar genug. Der Satz im Paris Treaty, im Pariser Abkommen, der das alles begründet, heißt, um die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können. Das ist der Punkt. Weil wenn Sie Übertemperaturtage haben, dann macht die Natur nichts anderes, als die Spaltöffnungen auf den Blattunterseiten zu schließen, damit die Pflanze nicht allzu viel Feuchtigkeit verliert. Durch dieselben Spaltöffnungen wird aber CO2 aufgenommen tagsüber und nachts wieder abgegeben. Und wenn die Spaltöffnungen zu sind, dann wächst die Pflanze nicht. Und wenn die Pflanze nicht wächst, dann wächst auch das Getreide und die Früchte nicht. Das heißt, wenn Sie geringfügige Überschreitungen der Idealtemperaturen, bei Weizen sind es ungefähr 30 Grad Tagesmitteltemperatur haben, dann haben Sie Ernteeinbrüche. Und wenn Sie jetzt eine steigende Bevölkerung haben in den nächsten 27 Jahren um 2 Milliarden und gleichzeitig Ernteeinbrüche haben, wie prognostiziert, von 10 bis 40%, je nachdem, wie Sie fragen und welches Szenario Sie nehmen, dann wissen Sie, vor welchem Problem wir stehen. Weil diese Menschen, die werden nicht dort bleiben, wo sie sind, sondern die werden beginnen zu migrieren. Und die werden sogar aus Europa hinaus migrieren, wenn Sie sich anschauen, was in Südspanien, in Süditalien passiert. Die Landwirte, die Weinbauern dort, die haben dann eben bei diesen Temperaturniveaus keine Arbeit mehr. Und wenn die Meldung kommt, in Südschweden wird jetzt Weißwein angebaut, dann werden die halt nach Südschweden gehen. Von Südspanien bis nach Südschweden sind es 2200 Kilometer. Das fahren Sie in 2 Tagen. Aber dann kommen Sie dort an und sagen,
ich bin ein Bürger Europas und ich habe ein moralisches Recht und vielleicht sogar ein verbrieftes juristisches Recht auf eine neue Heimat. Und dann müssen wir da auch noch dafür bauen. So, und jetzt sehen Sie, wie komplex die Gesamtsituation ist. Ja, wir emittieren, weil wir Autos fahren, die viel zu viel Sprit brauchen und viel zu schwer sind. Und wir tragen bei zum Global Warming, und zwar signifikant. Ich sage das an. Deutscher Bürger emittiert pro Jahr 9 Tonnen. Ein afrikanischer Bürger 0,5. Die Erde hält 1 Tonne aus. Führend sind die US-Amerikaner mit 18 Tonnen. So, das sind die Relationen. Wir dürfen ja nicht Liechtenstein mit China vergleichen und sagen, China, das sind aber die ganz Bösen. Wir müssen Mensch mit Mensch vergleichen. Da ist China mit 6 Tonnen dabei. Und wir haben in der Vergangenheit das Gros derjenigen klimaerwärmenden Gase emittiert, an denen wir heute und in der Zukunft leiden. Und deshalb müssen wir eine gesamtgesellschaftliche Diskussion beginnen. Wir müssen über die Fakten reden und wir müssen beispielsweise eine vollkommen fehlgeleitete Presse, die von Heizungshammer und sonstigem Unfug redet und die Bürger wild macht nach dem Motto, sie stehen kurz vor dem finanziellen Ruin, nur weil Herr Habeck jetzt da etwas macht, was seit Jahren bekannt ist. Nur die Regierung unter Frau Merkel hat es einfach nicht angefasst. Und Herr Habeck fasst es jetzt an, ziemlich dumm, aber er hat es gemacht. Und jetzt ist es schon fast nicht mehr durchsetzbar. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Diskussion um diese Dinge, ein gemeinsames Verständnis. Schuld ist nicht die Politik. Woher sollen die das alles wissen, wenn wir es ihnen nicht sagen? Wir müssen es miteinander austauschen. Wir müssen Zukunft entwerfen. Wir müssen Utopien entwickeln. Und nicht Hobbit lesen oder diese Geschichten, die alle in die Vergangenheit weisen, Herr der Ringe und wie sie so heißen. Das mag schon auch süß sein, aber wenn das Gros der erwachsenen Geschichten und Märchen aus der Vergangenheit liest, dann ist es einfach ein Nicht-Anfassen von Zukunft. Und Zukunft kann ganz toll sein, aber wir müssen es progressiv anfassen. Vielen Dank.